Er will nochmal. Bremens dienstältester Senator Ulrich Meurer möchte nach der kommenden Bürgerschaftswahl weiter Innensenator bleiben. Reicht's nicht langsam mal? Ja, also ich werde im nächsten Monat 71. Bin jetzt seit 43 Jahren im Dienst der Freien Hansestadt Bremen. 15 Jahre Innensenator. Da ist die Frage legitim. Und die Antwort lautet, ja, ich werde nochmal antreten und strebe weiterhin das Amt des Innensenators an. Und das hat Ulrich Meurer bereits seit 2008 inne. Herr Meurer, ich bitte Sie jetzt, den Eid zu leisten. Das schwöre ich, so wahr mir Gott helfe. In seine Verantwortung fällt unter anderem der Sieg über die DFL vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Liga wird seither an den Zusatzkosten für Hochrisikofußballspiele beteiligt. Außerdem machte sich Meurer auch einen Namen bei der Bekämpfung von Rockerkriminalität und Glücksspielsucht. Die Partei stehe hinter seiner Kandidatur, ist Meurer sicher. Ich habe da so viel Rückmeldung bekommen, dass ich da nicht werben musste, sondern das war so eindeutig gewesen. Und ich sag mal, die letzten Umfrageergebnisse waren natürlich auch so, dass ich das gesehen habe. Und ja, die Entscheidung ist gefallen. Ich würde Wahlkampf machen mit Andreas Bovenschulte und dafür kämpfen, dass wir nicht mal so ein Debakel erleben wie beim letzten Mal, sondern dass wir als stärkste Partei dann aus diesen Bürgerschaftswahlen gehen. Der von Meurer verkörperte Law-and-Order-Kurs hilft der SPD. Unter anderem sein Kampf für mehr Sauberkeit am Bahnhof macht Meurer auch für konservative Bevölkerungsschichten wählbar. Und Krisen übersteht er bislang unbeschadet. Als im Feuerwehrskandal beispielsweise offenbar wurde, wie marode die Führungsstruktur der Feuerwehr ist, bleibt nichts an ihm kleben. Doch kann und will der 70-Jährige wirklich noch mal eine ganze Legislatur Innensenator sein? Ja, also wenn ich etwas anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Insofern stellt sich diese Frage für mich gar nicht. Doch bevor das alles losgeht, muss Meurer am Dienstag noch offiziell von seinem Ortsverein nominiert werden.